Und das klingt an sich ja erstmal alles irgendwie richtig gut. Eine frühe Ernte und explosionsartiger Wachstum. Aber Adolf Dahlem ist bei uns vom Fachausschuss Pflanzenbau. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, gerade dann auch auf den Feldern. Es gibt ein großes Aber. Wie sieht das aus? Ja, die Vegetation und die Natur, das ist unser gewohntes Spiel, das kennen wir, das ist jedes Jahr eine neue Herausforderung, aber damit kommen wir klar. Für uns sind eher die politischen, die marktwirtschaftlichen Unbilden die Herausforderung und das große Ärgernis, weshalb wir generell unzufrieden sind. Sie haben einiges mitgebracht, ein paar Beispiele, an denen wir jetzt auch zeigen können, wo es trotz der frühen und dann an sich auch reichhaltigen Ernte hakt. Man kann es am besten darstellen an dem Obst. Wir haben hier Kirschen aus Rheinhessen, aus unserer Region, unter den besten Produktionsbedingungen hergestellt. Alle Standards sind eingehalten, die Betriebe werden kontrolliert. Klare Regeln zu Pflanzenschutz und Düngung, aber auch zu den Mindestlöhnen für die Erntearbeiter, zur Unterbringung. Das ist alles perfekt erfüllt und wenn man die Kirschen sich anschaut und probiert, schmecken hervorragend, sehen toll aus. Die Natur hat uns das geschenkt. Aber genau diese Kirschen, die vergammeln in den Kühlhäusern, sind unverkäuflich, weil Ware aus Südeuropa, aus Osteuropa, außerhalb der EU zu wesentlich günstigeren Preisen angeboten wird. Das geht, weil dort eben diese Standards, unsere Standards nicht eingehalten werden müssen. Und daher ist es für die Lebensmitteleinkäufer, für den Lebensmitteleinzelhandel ein relativ einfaches Spiel, dort günstigst an Ware zu kommen. Also die Deutschen produzieren quasi auf Halde. Ähnliches dann eben auch bei den Getreidesorten, also Weizen, Roggen, dann entsprechend für die Bäcker. Bei dem Brot, wir haben hier Brötchen mitgebracht. Wir werden europaweit, wir werden deutschlandweit eine geringere Getreideernte einfahren, weil nicht überall die Aussichten für gute Erträge so gut sind wie hier bei uns im Südwesten. Wir sind da außerhalb des Trends. Also generell wird es eine knappere Ernte geben und jetzt mutmaßt man schon, ja, wird dann das Brot teurer, die Brötchen teurer, was kostet es den Verbraucher? Deswegen diese Beispiele, diese Brötchen habe ich heute Morgen gekauft, das Stück für 55 Cent und ich habe heute Morgen auch die Frage gestellt, was denken Sie denn, wie hoch ist der Anteil des Getreides, der wertmäßige Anteil in einem Brötchen, und das sind 0,5 Cent pro Brötchen, 0,5 Cent. Das gar nichts. Das kostet nichts. Also das heißt, selbst wenn unser Getreide das Doppelte kosten würde, müsste das Brötchen nicht aufschlagen, müsste nicht teurer werden. Was würden Sie sich denn wünschen, damit das alles dann sich auch wieder dann entsprechend nivelliert, wie das Wetter dann in den kommenden Wochen, Monaten idealerweise wird? Das Wetter wird sich irgendwann ausgleichen. Das zeigt es über die Jahresstatistiken hinaus. Wir haben ja gerade gehört, bis Mitte nächster Woche soll das schöne Wetter, das trockene Wetter anhalten. Das wünschen wir uns auch, dass wir jetzt unsere Ernte dann noch ordentlich zu Ende bringen können. Da brauchen wir trockenes und warmes Wetter. Dann wird es irgendwann regnen, damit die später reifenden Feldfrüchte, die Zuckerrüben, die Kartoffeln, der Mais, dann das nötige Wasser erhalten und dann auch entsprechende Erträge bringen. Adolf Dahlem, vielen herzlichen Dank für Ihre tiefblickenden Eindrücke, also das Ganze dann auch noch mal so vielschichtig zu beleuchten. Sie als Vorsitzender des Fachausschusses Pflanzenbau, danke für Ihr Kommen.